Hallo, liebe Deutschlernende. Ich möchte mit euch heute über einen Gedanken reden, der mir sehr viel Zeit erspart hat und auch darüber, dass ich, bevor mir dieser Gedanke kam, sehr viel Zeit vergeudet habe. Ja, das ist ein Tipp oder eine Lebensweisheit, die ich wirklich lange nicht begriffen habe. Etwas, was ich lange nicht wusste oder beziehungsweise nur unbewusst wusste. Und dadurch, dass ich es nicht wusste oder es mir nicht bewusst gemacht habe, habe ich sehr viel Zeit vergeudet. Ich habe sehr viel Zeit verschwendet. Ich habe sehr viel Zeit verloren, eben weil ich mir diese eine Wahrheit nicht bewusst gemacht habe. Und zwar ist das Folgendes. Wir Menschen, denke ich, wissen immer ganz genau, wie wir unser Leben verbessern können. Wir wissen das ganz genau. Aber wir machen uns es nicht bewusst. Ja, wir machen es uns nicht bewusst und handeln nicht danach. Ja, wir kennen all die Lösungen. Wir wissen ganz genau, was wir machen können, um unser Leben zu verbessern. Aber wir nehmen es uns nicht zu Herzen. Ja, wir handeln nicht danach. Und für mich war das echt ein totales Problem. Ja, dass ich so ein kleiner Teil in meinem Gehirn, eine kleine Stimme in meinem Gehirn sagt immer so, du weißt ganz genau, was du machen kannst. Und genau, diese Stimme meinte, ja, du weißt ganz genau, was du machen kannst, um dein Leben zu verbessern. Und ich habe mein Leben nicht so gelebt, wie ich es eigentlich leben wollte. Ja? Und eine Sache, die mir sehr dabei geholfen hat und die ich euch sehr empfehlen kann, ist Sätzevervollständigung. Ja? Sätzevervollständigung ist eine Übung, die man jeden Morgen machen kann, um sich mehr bewusst zu machen, wie man sein Leben verbessern kann, wie man effektiver leben kann, wie man bewusster leben kann und so weiter. Und das basiert darauf, dass man vier Satzanfänge hat, ja, vier Satzanfänge, wie zum Beispiel, wenn ich mein Leben bewusster leben würde, dann. Wenn ich mehr auf meine Bedürfnisse achten würde, dann. Wenn ich mir meine Zeit besser einteilen würde, dann. Und dann schreibt man, so schnell man kann, aus dem Unterbewussten heraus, daran denken kann, schreibt man den Rest des Satzes hin. Ja? Man vervollständigt den Satz. Ja? Und das macht man am besten jeden Morgen. Und das sind vier Satzanfänge oder fünf. Und man schreibt 6 bis 10 Endungen. Und also für einen Satzanfang schreibt man 6 bis 10 Endungen. Ja? Und das ist echt sehr hilfreich, weil man schnell sieht, was man eigentlich alles weiß, ja, und nur nicht danach handelt. Und man sieht auch, also es ist nicht nur so, dass man sieht, was man eigentlich weiß, sondern man verinnerlicht auch, man macht sich sehr bewusst, was für Vorteile man haben kann, wenn man bestimmte Sachen tut. Ja. Wenn ich zum Beispiel schreibe, ja, wenn ich ehrlicher mit mir selbst wäre, dann, ja, dann schreibe ich vielleicht hin, dann habe ich ein glückliches Leben. Und dann werde ich mir bewusst, das stimmt. Ich habe ein glücklicheres Leben, wenn ich ehrlicher mit mir selbst bin. Ja, solche Dinge. Also einmal schreibt man Satzendungen, die einen verraten, was man besser machen kann und auch, welche Vorteile man erlangen kann, wenn man sein Leben ändert. Ja, und geht halt alles aus dem Unterbewussten, ja, indem man einfach schnell assoziiert, schnell versucht, eine Endung zu finden. Dadurch, dahinter steckt die Magie. Ja, deswegen funktioniert das. Ja. Und
in den Kommentaren bzw. in der Beschreibung gebe ich euch einen Link. Ja? Und in diesem Link wird ganz genau erklärt, wie man diese Übung macht. Und zwar habe ich die Übung aus einem Buch von Nathaniel Brandon. Und Nathaniel Brandon erklärt diese Übung auch auf seiner Webseite. Und da gebe ich euch einen Link. Falls ihr das ausprobieren wollt, dann könnt ihr das machen. Und wie gesagt, ich finde es sehr empfehlenswert. Es hat mir sehr viel geholfen. Und ja, ich bin gespannt, welche Resultate ihr erzielt und ob ihr das ausprobiert und wie es euch dabei ergeht. Und wie gesagt, das macht ihr einfach jeden Morgen, möglichst früh am Morgen, sodass ihr das nicht vergisst. Und ich verspreche euch, euer Leben wird sich sehr viel verbessern. Okay? Viel Spaß dabei, viel Erfolg. Falls ihr das machen müsst, müsst ihr natürlich nicht machen. Also mir hat es sehr geholfen und steht dir natürlich frei, das zu machen oder nicht. Aber wenn ihr es macht, viel Erfolg und wir sehen uns morgen. Tschüss!